Ach, jetzt hängt der Turm. Der Turm hängt. Aber ich habe Läufer G1. Eieiei. Läufer G1. Läufer G1. E4 von Le Gour Mind, 2169. Und es wird nicht leichter. Und ich spiele Franz. Nee, nicht Französisch, sondern das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Sondern ich spiele Neidorf. Aber Neidorf scheint nicht aufs Brett zu kommen. Springer C3, geschlossener Sizilianer und jetzt A6, um B5 vorzubereiten. G3, B5. Der Läufer kommt hier auch auf die lange Diagonale, stellt sich dem anderen Läufer entgegen. Springer H3, das ist ja interessant. Der Springer wird nach H3 entwickelt. Ja, das kann man durchaus machen. Ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen geneigt, hier Freestyle zu spielen mit F5, aber spielen wir mal seriös. Spielen wir mal seriös. Krawatte fragt, wie hoch ist dein IQ? Weiß ich nicht. Ich habe nie so einen IQ-Test gemacht und um ehrlich zu sein, interessiert mich das auch nicht besonders. So, kurz Rochade jetzt. Was ist eigentlich mit H5? Das gefällt mir. H5, H4. Weil logischerweise, da der Springer auf H3 steht, kann Weiß jetzt nicht selber H4 spielen, um das zu verhindern. Und dann kann ich hier ein bisschen kitzeln, die H-Linie öffnen. Ich bin ja sowieso ein Freund des schnellen Angriffs. Insofern, das gefällt mir soweit. Mal sehen, was mein Gegner darauf entgegnet. Ist natürlich jetzt noch nicht so schlimm, keine Frage. Aber führt doch gewisse Fragen mit sich, würde ich behaupten. F4. Ja. Wahrscheinlich möchte er nach H4 einfach G4 spielen und sagen, ich ziehe vorbei und das macht mir nichts. Ist natürlich ein Argument. Was ist mit einem Zug wie C4? Extravagant und wahrscheinlich auch nicht gut, oder? Weil D4 kommen würde. Aber Dame B6 gefällt mir auch ganz gut. Ich möchte irgendwie ausnutzen, dass diese Diagonale jetzt ein bisschen geschwächt wurde und dort eine diagonal wirkende Figur hinstellen. Dame B6 und nach D3, aber nach D3, ach so, nee, es bringt gar nicht viel. C4 Schach, D4, trotzdem immer noch dieser Zug D4. Schade, ich dachte, ich könnte hier ein bisschen was bewegen, aber scheint nicht der Fall zu sein. D3, C4 Schach, D4, ich komme nicht durch auf der Diagonale. Schade, Schokolade. Okay, da muss ich wohl dann normal fortsetzen. Wohl oder übel? Wohl oder übel? Ja, kommen wir zu den relevanten Fragen. Timo, dich habe ich auch länger nicht im Stream gesehen, oder, mein Lieber? Schön, dass du dabei bist. Spielst du auch mit? Ich weiß gerade gar nicht, ob du bei Chessens auch dabei bist. D3 jetzt gespielt, ja, es war zu erwarten. Und ich spiele mal Springer F6, oder? Was soll ich sonst machen? Springer F6, weiter Figuren entwickeln. So, was macht Weiß? Läufer E3 wäre jetzt ein bisschen voreilig wegen Springer G4, aber Springer F2 wäre sehr sinnvoll, von Le Gour meint. Moloch ist 300, schade, ist von der Arbeit gekommen, bin zu müde für die Arena. Ja, wie du meinst. Ich meine, einfach ein bisschen entspannt hier ein paar Partien spielen, es geht ja um nichts, ne? Wir haben einfach eine gute Zeit und insofern kein Druck, kein Druck. F5 bin ich mir nicht sicher. F5 bin ich mir nicht sicher, weil ich jetzt ein bisschen mehr Druck auf diesen Freund habe. Also immerhin kann nach C4, glaube ich, nicht D4 kommen wegen B4. Ach, dann spiele ich jetzt einfach mal C4 Schach. Das wollte ich ja schon länger machen. Hier die Diagonale öffnen. Und dann mache ich das jetzt, weil D4, B4, ich glaube, der Bau auf E4 ist am Ende weich. Tom sagt die letzte jetzt Berserk und dann ins Bett. Okay. Viel Erfolg, Tom. Ja, bitte immer die Passwörter mitschicken, Freunde. Wenn ihr eine Anfrage an das Chessens-Team schreibt, bitte unbedingt das Passwort mitschicken, sonst wird das automatisch alles abgelehnt. So leid es uns tut, aber das müssen wir so machen. Was mache ich jetzt hier? Das ist eigentlich irrelevant. Was ist hier relevant? Weiter Figuren entwickeln vielleicht? H4 spielen? H4, G4 bringt nicht besonders viel. Es bringt mich nicht weiter. Ich
Bringen wir auch den Springer ins Spiel, oder? Springer C6, kontrolliert auch D4, sieht gut aus. Schlagen auf C4 stört mich nicht. Und vielleicht spiele ich sogar die lange Rochade. Vielleicht spiele ich sogar die lange Rochade. Also wer hier später zum Stream zugeschaltet hat, so rum wird ein Schuh draus. Das ist die zweite Chessens Arena, diesmal exklusiv für Chessens Mitglieder, also für alle, die in meiner Online-Schachschule einen Kurs besitzen und da trainieren. Und wir spielen hier 2 Stunden ganz entspannt Blitzschach 5 plus 3 und ich rede dabei über meine Partien. Und heute ist ein Black Friday Rabatt, eine Aktion auf Chessens, nämlich gibt es mit dem Code Black Friday 25% Rabatt. Das läuft noch bis heute Mitternacht. So, Springer F4, auch ein guter Zug, den Springer ein bisschen zu aktivieren. Ja, Legor spielt auf jeden Fall vernünftige Züge bisher. Ich kann Eins. leider noch nichts Besonderes unternehmen. Ich könnte jetzt Springer G4 spielen, um hier mal zu schauen, was da so abgeht. Ich könnte auch B4 spielen. Die Störung ist sehr komplex. Ich mache mal B4, das gefällt mir ganz gut. Und den Springer befragen, ob er nach A4, E2 oder B1 zieht. Und wenn er nach A4 zieht, kann ich Dame A5 machen, B3, C3 vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Es ist echt eine schwierige Stellung. Wenn er nach E2 zieht, dann war ein bisschen meine Intention Springer G4 und Springer F2 Schach. Wobei auch das ist alles andere als klar, weil es kann D4 spielen. Aber wobei nach Springer E2 könnte ich H4 ganz gut spielen, denn Weiß hat dann nicht den Zug G4, weil der Bauer nicht von der Dame gedeckt ist. Springer B1 habe ich jetzt nicht groß drüber nachgedacht, wollte ich dann überlegen. Aber Springer E2 gespielt und jetzt H4 gefällt mir ganz gut. Ja, der Turm hier öffnen gegen den König wäre sehr wünschenswert. Und Timo sagt, der Friday heute ist so black wie das Shirt von Niklas. Stimmt, dann habe ich gar nicht gedacht. Das passt ja wunderbar. Black Friday. Black Friday hier auf Chessens. Top. So, Dean Winchester, du kannst kein Sub werden auf Twitch, sondern nur auf YouTube, mein Lieber. Nur auf YouTube gibt es die Mitgliedschaft. Bei Twitch bin ich kein Affiliate oder Partner, von daher kannst du da nicht subben. Aber auf YouTube kannst du das machen. Ich packe mal den Link rein, falls dich interessiert. Kannst du es anschauen. Kommt eigentlich aufs selbe hinaus wie bei Twitch. Nur kannst du diese Amazon Prime-Geschichte kannst du nicht machen. Ja, das ist ein Unterschied. D4 ist jetzt, glaube ich, ein Fehler, weil ich kann auf G3 schlagen. H3 gespielt, weil Springer schlägt G3, dann hängt der Bauer auf D4. H3. Und jetzt könnte ich immer noch Springer G4 spielen. Das gefällt mir gut. Hier den Springer nach F2 buxieren, direkt die Gabel drohen. Es wird unangenehm für den weißen König. Es wird unangenehm. Für den weißen Monarchen Springer F2 ist nicht aufzuhalten. Ja, und das dürfte jetzt große Probleme bedeuten für. Oh, ups. Für Weiß wollte ich gerade sagen, aber ich habe nicht gesehen, dass er jetzt natürlich nachträglich auf D4 schlagen kann. Und das ändert die Lage doch beträchtlich. Eieiei. Jetzt habe ich nicht Springer F2 und mein Springer hängt. Oh, das ist eine komplette Kehrtwende. Das ist eine komplette Kehrtwende hier. Jetzt kann ich gut und gerne sogar schlechter stehen. Springer G4 war so ein richtiger Griff. Ein richtiger Griff, ihr wisst schon, wo rein. Springer wieder zurück. Das war nicht der Masterplan. Ich hätte vielleicht Turm H4 spielen können, aber überzeugend ist anders. D5 bin ich mir nicht sicher. Aber vielleicht ist es gut. Vielleicht ist es gut. Ich spiele Springer E5 und halte, glaube ich, alles intakt. Ich kann hier auf E6 wieder schlagen. Wie schlage ich wieder? Ich schlage so wieder erstmal, oder? Ja, ich glaube, es macht kaum einen Unterschied. Ich glaube, Weiß hat etwas Stärkeres als D5. Vielleicht läuft E3 und jetzt könnte auch die Zeit ein großer Faktor sein. So. Black Friday kommt doch vom damaligen Börsensturz in Amerika. Nee, ich glaube nicht. Das war Black Tuesday? Ich war, okay. Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht, aber ich glaube, das hat mit dem Börsensturz nichts zu tun. So, ja, Hugo the Real gibt eine andere
wie ich finde, plausiblere Erklärung. Dame E2 gut dazu, bereite Läufer E3 vor, deshalb mache ich Läufer C5, um dem prophylaktisch entgegenzuwirken. Das ist immer eine beliebte Technik, sich überlegen, was der Gegner spielen möchte und ob man das verhindern möchte und wenn ja, wie man es verhindert. A3, auch guter Zug, um hier den Turm ins Spiel zu bringen. Die Frage ist, ob ich B3 spiele oder was ist nochmal, kann ich hier zurückkehren zum Tatort? B3 sieht interessant aus. Ja, B3 gefällt mir. Ich möchte nicht den Turm ins Spiel kommen lassen. Ich möchte nicht den Turm ins Spiel kommen lassen. So, schlägt, schlägt. Soweit, so gut. Nach wie vor komplizierte Stellung. A5, Läufer A6. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Läufer A6 mit dem Spieß. Läufer A6. Mein Gegner hat das scheinbar nicht beachtet oder vielleicht. Ja, er hat natürlich wenig Zeit. Das ist das Hauptproblem hier. Läufer A6 jetzt. Die Dame hat auch wenig Felder. Meine Läufer zielen hier in die weiße Stellung. Dame D1, mangels Alternative. Ich könnte jetzt direkt schlagen. Ich könnte auch weiter den Druck erhöhen mit Springer G4. Aber dann kommt wahrscheinlich Läufer schlägt F6. Was gibt es noch für Optionen? Eine Minute auf der Uhr, genügend Zeit, um das hier entspannt zu betrachten. Läufer schlägt F2, F1 sieht gut aus. Ja, machen wir das mal. Nehmen wir erstmal die Qualität mit und jetzt Springer G4. Einen der Springer nach G4. Welcher soll es sein? Ziehen wir mal diesen nach G4. Läufer schlägt F6. Ich könnte jetzt einen Schach einstreuen, aber muss ich auch nicht. Ich schlage einfach mal wieder. Der Bauer fesselt hier, ist gefesselt. F schlägt E6. Schlage ich auch einfach wieder. Ändert nichts. Und den. Aha, jetzt soll dieser Zug kommen. Ja, wow, das hat jetzt Legourmand schnell gesehen. Springer schlägt E6. Dame schlägt E6, Dame B5 Schach. Schön gesehen. Von Legourmand. Macht es spannender, als ich es mag. Aber. Gut, geben wir erstmal einen Schach. Ah, gehen wir nochmal einen Schach. Obwohl, damit gebe ich ihm ja auch mehr Zeit, ne? Ist gar nicht so schlau unbedingt, egal. Und jetzt, Springer schlägt H3 vielleicht. Springer schlägt H3 sieht schlau aus. Aber ist es auch gut? Das ist eine andere Frage. Puh. Die Zeit wird weniger. Ich schlag mal. Springer schlägt H3. Hier droht ein Abzug. Läufer schlägt H3, Dame schlägt A6 und wenn er dann da B5 Schach spielt, ach, jetzt hängt der Turm. Der Turm hängt. Aber ich habe Läufer G1. Eieiei. Läufer G1. Läufer G1. Doppelschach. Doppelschach. Und jetzt schlage ich den. Wow, ist das scharf. Springer steht E4. Er muss Dame D4 machen. Das ist. Okay, das geht jatt. Ah, ich hätte schon matt setzen können. Ich hätte auch schlagen können und smart, aber. Na gut. Ach, jetzt habe ich die Dame wieder eingestellt. Ja, unnötig. Unnötig. Die Störung bleibt gewonnen dank mehr Qualität. Aber war nicht nötig hier. War nicht nötig. Okay, so. Wow, das war auf einmal richtig taktisch. Auf einmal richtig taktisch. Wow. Wie hat euch das gefallen, Freunde? Dieses taktische Scharmützel gerade. Puh, da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen, bin ich ehrlich. Machen wir es in Style? Ja, oder? König D3 in Style hier. König D3. Läufer schlägt B3, Schach, Läufer D1, A4, Zugzwang und aufgegeben. Also hier noch. Wow, das müssen wir uns das mal in Slow-Mo anschauen. In Slow-Mo müssen wir uns das anschauen. Läufer schlägt B3. Okay, einmal noch hier zur Veranschaulichung. Jetzt ist Zugzwang. Wenn der König zieht, geht der Läufer verloren. Wenn der Bauer zieht, schlage ich einfach dann B2 und gewinne den Läufer. Aber die kritische Phase, wo es richtig scharf wurde, war hier. Springer schlägt E6.
war erstmal die Idee, wenn ich den Springer schlage. Okay, das habe ich hier gerechnet. Schlägt Dame B5 Schach, König F7, Dame schlägt C5. So, und jetzt geht es nicht weiter. Die Dame deckt auch das Feld F2. Ich stehe auch hier gut mit der Mehrqualität, aber ich dachte, vielleicht geht mehr. Vielleicht geht mehr. Deshalb Springer F2 und jetzt Springer, okay, nochmal ein Schach, jetzt Springer schlägt H3. Jetzt war meine Idee, wenn jetzt dieselbe Variante kommt, Dame steht E6, der Läufer ist gefesselt, Dame B5 Schach, geht das eben nicht, weil dann schlage ich auf H3 und gewinne. Und jetzt spielt mein Gegner Dame steht F6. Ich dachte erst, das geht nicht, weil ich mache hier einen Abzug, Springer G5 Schach, schlage den Springer und gewinne. Aber der Turm hängt auf H8 und die Dame ist jetzt sehr aktiv, es droht Springer G7 und so weiter. Und ich glaube, hier ist Läufer G1 einziger Zug. Läufer G1 ist einziger Zug, um nicht schlechter zu stehen. Springer schlägt H3 war ein schwerer Fehler. Läufer D6 würde gewinnen. Dame schlägt E6 würde auch gewinnen. Aber Läufer D6 wäre wohl am stärksten gewesen. Springer schlägt H3, Läufer G1, Springer F2 Schach, König schlägt G1. Wisst ihr, was jetzt der beste Zug ist? Wisst ihr, was jetzt der beste Zug ist? Springer H1 Schach. Aber, ach so, ah, ich verstehe. Ich verstehe. Dame D4 schlägt, schlägt. Und ich habe eine Qualität mehr, aber es ist nicht klar, weil es nicht mehr viel Material auf dem Brett. Das Problem an Springer schlägt E4 Schach ist, dass ich die Diagonale öffne. Und jetzt steht Weiß auf Gewinn. Jetzt steht Weiß auf Gewinn, wenn er hier Dame D4 spielt. Denn das Problem ist, am Ende dieser Variante hängt der Turm auf A8 und Weiß hat eine Figur mehr. Wow. Wow, habe ich hier Glück gehabt. Eieiei. Oh, das wäre bitter gewesen. Nach König F1, jetzt ist es matt in vier Zügen eigentlich. Ja, das hätte man auch mal machen können, aber ich habe dann den sicheren Weg gewählt und die Dame geschlagen. Und hier, Dame steht E6, war auch nochmal ein Einsteller. Ah, hier. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool hier. Wisst ihr, was ich hier hätte machen können? Springer E4, Turm schlägt E4 und wisst ihr, was jetzt kommt? Kurze Rochade Schach und damit entfessele ich die Dame und behalte die Dame. Das wäre richtig in Style gewesen, aber habe ich nicht gesehen. Darauf muss man erstmal kommen, hier im 37. Zug zu rochieren. Oh, das wäre so in Style gewesen. Okay, ja. Habe ich noch mal ein bisschen Glück gehabt und die Partie gewonnen. Zurück zum Turnier. Wie sieht's aus? Zweiter Platz hinter Chess Mary. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.